Ja, moin zusammen. Heute packen wir einmal ein Paket aus. Ich habe nämlich für 13 Euro ein kleines H0-Konvolut erstanden bei eBay. Und das werde ich jetzt gemeinsam mit euch einmal öffnen und schauen, was uns denn dort Schönes erwartet. So. Schauen wir mal. Einmal die Rechnung. Zeitungspapier, sehr, sehr wichtig. Und jetzt geht's los. Haben wir ja eine Tüte mit einem etwas. Laternenkasten steht drauf. Ich tippe mal so von der Optik her, das scheint ein Weichenantrieb zu sein von früher. Dann das scheinen Anbauteile zu sein für Wagen, so wie es aussieht. So, und jetzt kommen schon die ersten beiden Wagen hier. Ja, es geht, wie ihr seht, vielversprechend los. Also Zustand Schrottplatz, außer vielleicht hier die Bodenplatte. Dann haben wir hier einen kleinen Wagen, bis jetzt, sage ich mal, auf kleine Fehlteile und eine etwas angedätschte Optik. Scheint er aber soweit in Ordnung zu sein, rollt auch. So, jetzt geht's mal weiter. Ah. So. Dann haben wir hier einen Güterwagen der Deutschen Bundesbahn. Der, sag ich mal, jetzt bis auf die kleinen Aralaufkleber und das etwas beklebte Dach hier in einem soweit wirklich guten Zustand zu sein scheint. Also da sieht es jetzt nicht so aus, als würde da irgendwas fehlen. Ich denke mal, die Radsätze, das scheinen hier so Plastikradsätze zu sein, die müssten mal ausgetauscht werden vielleicht. Aber ansonsten wirkt der ziemlich in Ordnung. Ja, dann haben wir nochmal die Wagenkategorie von eben. In einem ähnlichen Zustand, allerdings diesmal rollfähig und im Grundsatz verwendbar. So. Dann haben wir hier einen kleinen Schüttgutwagen, der auch überwiegend akzeptabel zu sein scheint. Also was das jetzt hier für so eine Nase oder Wurst da ist, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Aber er ist kippbar, er ist ein ganz bisschen verbogen, aber er ist, denke ich, auch schon sehr, sehr alt. Dann ein Wagen mit drei so Kanistern drauf. Auch jetzt nicht perfekt, muss man ganz klar sagen. Also auch schon eher so in Richtung Schrottwert, aber ich glaube, damit kann man noch was anfangen. Und es geht weiter, meine Lieben. Und zwar haben wir jetzt hier einmal den berühmten Kran. Allerdings jetzt auch in einem eher etwas bedauernswerten Zustand schon leider. Dann nicht weiter definierbare Wagenteile. Also hier ein Wagen, der hat alle Teile, hat einen guten Zustand, den kann man eigentlich sofort so verwenden, der hat nur keinen Aufsatz. Und dann einmal ein Aufsatz für einen Wagen. So. Dann haben wir eine Lokomotive, und zwar die 3087 KVLM, das seht ihr hier, das ist die kleine Lok von Märklin, glaube ich, soll das heißen. Selbstverständlich nicht digital, sondern Analogzustand und auch sonst. Boah. Sie wirkt sehr massiv auf jeden Fall, aber die braucht noch ein bisschen Liebe, bis sie dann wiederverwendet werden kann. So, dann geht es weiter. Dann sind hier noch Kleinteile drin, die gehören zu dem Wagen, den wir eben hatten. Damit ist der dann auch vollzählig, wie man so schön sagen kann. Das heißt, wenn wir das darauf machen, ist alles gut.
So. Und jetzt kommen wir zu dem, worum es bei dem Ganzen eigentlich wirklich ging. Und zwar haben wir hier den Kühlwagen der DB von Märklin in, ja, soweit exzellentem Zustand. Nicht verdreckt, nichts abgebrochen. Um den ging es primär. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Wagen von Märklin. Nochmal ein geschlossener Güterwagen. Der hat jetzt auf dem Dach wieder so ein paar Stellen und so, aber ansonsten auch der technisch absolut in Ordnung. Und jetzt haben wir hier noch eine Kiste mit Kleinteilen. Ja, ich würde mal sagen, da ist irgendwie alles dabei, von verschiedenstartigen Fahrgestellen über Radsätze, Schrauben, ein Motorkollektor und vielleicht noch ein paar Dekoartikel für die Bahn, die man dort verwenden kann. Also hier die Räder für die Lok und ähnliches. Also das hier ist quasi eher so eine Art Mixkiste. Ja, erfüllt es meine Erwartungen. Natürlich, ich wusste ja, was drin ist. Also wenn wir das jetzt nochmal zur Seite nehmen, wir haben jetzt hier quasi die verschiedenen Wagen. Können wir die alle mal da hinstellen. Und diese Lok. Ja, gut. Und hier diese Tütchen. So. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Warenwert bei eBay waren 13 Euro. Mir ging es jetzt primär tatsächlich um die drei geschlossenen Wagen dabei, insbesondere hier um diesen Kühlwagen und die beiden. Das war das Ziel des Ganzen. Da sind 13 Euro aus meiner Sicht eigentlich ganz angemessen für. Ja, und aus dem Rest muss man einfach mal gucken, was kann man daraus machen. Also kann man hier gegebenenfalls jetzt noch was retten und dann weiterverwenden, alle diese Sachen. Muss ich mir mal überlegen. Aber wie gesagt, darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging um die drei geschlossenen Güterwagen. Und ich denke auch, dass der hier jetzt noch seinen Platz finden wird, da er auch zumindest bis auf Kleinteile, die wahrscheinlich in dieser Tüte hier drin sind, vollzählig zu sein scheint. Ja, soweit für heute. Danke euch.